Letztens nachts auf dem Nachhauseweg ist mir was Komisches passiert. Ich lief durch ein Parcours aus Kleinwagen, die hatte jemand arrangiert. Standen alle auf der Straße, kreuz und quer und hier und da. Ich dachte noch, was für eine coole Idee, bis ich was noch Cooleres sah. Vor einem Haus stand Sperrmüll, ich ging hin und sah ihn mir an. Ich war von dem Fund so begeistert, dass ich ihn gleich mitnahm. Nen Polizist vom Sperrmüll, ich hab einen Polizisten auf dem Sperrmüll gefunden. Polizist vom Sperrmüll, ich hab einen Polizisten auf dem Sperrmüll gefunden. Ich hab ihn also mitgenommen auf den Gepäckträger von meinem Rad. Doch ich war leider so betrunken, dass ich ihn im Hausflur vergessen hab. Den Polizist vom Sperrmüll, ich hab den Polizisten im Hausflur vergessen. Polizist vom Sperrmüll, ich hab den Polizisten im Hausflur vergessen. Aber am nächsten Morgen war er immer noch da. Stand immer noch im Hausflur mit seinem krummen Bart. Jetzt sah ich auch das Special, da war sozusagen noch ein Bonus dabei. Der Bulle, der hatte nen Blinklicht, das funktionierte sogar einwandfrei. Nen Polizist mit Blinklicht, ich hab'n Polizisten mit Blinklicht gefunden. Polizist mit Blinklicht, ich hab'n Polizisten mit Blinklicht gefunden. Der Bulle kann im Dunkeln leuchten und er guckt dabei ziemlich doof. Was für ein tolles Spielzeug, jetzt steht er bei uns im Hof. Ich hab mich nur gewundert, warum wirft man sowas weg? Sowas Lustiges sieht man selten, so frei von jedem Zweck. Nen Polizist mit Blinklicht, ich hab'n Polizisten mit Blinklicht gefunden. Polizist mit Blinklicht, ich hab'n Polizisten mit Blinklicht gefunden. Die Nachbarn sind alle neidisch, sie fragen, wo hast du den her? Sie wollen leuchtende Bullen für ihre Kinder, doch meinen, den gebe ich nicht her. Der bleibt hier bei uns im Hof stehen, sei denn ich bin mal in Not. Dann verschenke ich ihn bei eBay, 20.000 das Anfang.